Frank ist beruflich in der Finanzbranche als Berater für Compliance und Security-Kram unterwegs. Wenn er nicht gerade arbeitet, ist er bei einem IT-Sicherheitscluster in Regensburg und daraus kennt er auch die Perspektive von Kleinst- und Kleinunternehmen auf die beiden Themen, die sich dann oft fragen, wozu eigentlich das Ganze und muss das wirklich so furchtbar aufwendig und bürokratisch sein? Und zu den Einsichten und Spannungsfeldern, die er dabei mitbekommen hat, wird er uns jetzt was erzählen. Ich bitte um eine herzliche Begrüßung für ihn. Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich heute hier auf dem wohl bisher besten und größten MRMCD, wie ich gestern Abend ja gelernt habe, tatsächlich jetzt auch mal hier als Speaker aktiv werden darf. Besucher war ich schon oft genug hier, weiß also nicht nur, was hier geboten wird, sondern auch, was die Erwartung an die Speaker hier tatsächlich ist. Ich hoffe, dass ich dem Ganzen heute auch ein bisschen gerecht werden kann. Das Thema, was ich mitgebracht habe, Rettungsring oder gefährlicher Ballast, Informationssicherheitsleitfäden für KKUs, also Kleinst- und Kleinunternehmen. Ich ordne mich noch mal kurz ein bisschen ein. Vielen Dank schon mal für die Vorstellung, auch hier durch unseren Harald. Ich komme aus der Region Hannover, allerdings tatsächlich nicht gebürtig, bin eigentlich eher so aus dem Süden der Republik, habe mich aber aufgrund meiner Frau, die aus der Gegend kommt, inzwischen sprachlich sehr, sehr stark dem versucht, dem Hochdeutschen anzunähern. Also, es klappt manchmal ganz gut, klappt nicht immer. Wie schon gesagt wurde, also beruflich kümmere ich mich eigentlich tatsächlich um Unternehmen in der Finanzbranche, das heißt also Banken, Versicherungen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Wertpapierinstitute. Sehe mich da allerdings weniger als Berater, sondern mehr als Unterstützer. Also heißt, ich mache nicht nur Folien, ich arbeite da echt auch mit bei der Umsetzung von Anforderungen in den Themen des Informationsrisikomanagements, des Informationssicherheitsmanagements, auch in der Funktion oder in der Unterstützung des Informationssicherheitsbeauftragten. Ich prüfe im Bereich der IT, ich auditiere im Bereich des Themas ISMS. Und wenn ich dann noch nicht genug zu tun hatte, dann helfe ich manchmal auch noch Wirtschaftsprüfern im Rahmen der IT-Prüfung, im Rahmen der klassischen Jahresabschlussprüfung. Das heißt also, ich kenne tatsächlich auch so ein paar Unternehmen im klassischen Mittelstand. Also das ist auch mal ganz erfrischend, wenn man aus dieser Finanzbranche mal ein bisschen rauskommt und mal echte Produkte zum Anfassen sieht. So, das Thema heute, was mich hierher führt, das kommt so ein bisschen aus meiner, wie soll ich sagen, meiner idealistischen Ader, ne? Also irgendwie hat ja jeder so ein bisschen, glaube ich, so das Gefühl, er muss irgendwas tun, um die Welt ein bisschen zu verbessern. Bei mir ist das die Mitarbeit und die Aktivität im IT-Sicherheitscluster in einem Verein in Regensburg, der sich also um das Thema Informationssicherheit für unterschiedlichste Branchen und Größenordnungen tatsächlich kümmert, sich das also auf die Fahne geschrieben hat, dort als Multiplikator sozusagen das Thema nach vorne zu bringen. Ich bin ja schon seit vielen Jahren aktiv, bin auch Beirat in diesem Cluster und habe da sozusagen eigentlich auch dann damals eben meinen Weg zu diesem Thema KKUs überhaupt eigentlich erstmal gefunden. So, was werden wir uns heute auf unserer Seereise mal angucken, ne? Also die Seekarte, die ich für heute mitgebracht habe. Was sind eigentlich KKUs? Informationssicherheit für KKUs in Form eines standardisierten Prozesses, habe ich euch mal sozusagen drei, könnt ihr es jetzt mal Rahmenwerke nennen, ne? Gehen wir ein bisschen im Detail gleich drauf ein, mitgebracht. Das Ganze ist sozusagen chronologisch sortiert. Wir starten mit dem aus meiner Sicht zumindest mir bekannten ersten Produkt in diesem Kontext der ISA Plus Informationssicherheitsanalyse. Gucken uns dann mal ein bisschen die VDS 10005 an und die DIN-SPEC 2776 sozusagen als jüngsten Vertreter, den man da einordnen kann. Wir werden uns dann natürlich auch mal die Frage stellen, ja, hilft uns das jetzt eigentlich was? Ja, also hilfreich für die Zielerreichung, aber was ist eigentlich das Ziel? Und dann natürlich auch mal so den Blick aus dem Krähennest, ne? So, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit dem, was wir zu dem Thema dann heute gehört haben? Wo haben wir Probleme? Wo haben wir Ansatzpunkte, über die wir uns in der Zukunft dann vielleicht auch mal austauschen müssen? Fangen wir an. KKU, was ist denn eigentlich jetzt ein Kleinst- und Kleinunternehmen? Da gibt es eine schöne EU-Klassifizierung, ne? Also einer der großen Vorteile der EU ist ja, alles Mögliche wird irgendwie offiziell klassifiziert oder kategorisiert. Kleinstunternehmen benennen wir also dann Unternehmen mit bis zu 10 Beschäftigten im Sinne von Vollzeitäquivalenten, ne?
bis zu 2 Millionen Euro Jahresumsatz oder Bilanzsumme. Kleinunternehmen, das ist dann die nächste Kategorie, sind dann bis zu 50 Beschäftigte im Sinne Vollzeitäquivalente bis zu 10 Millionen Euro Jahresumsatz oder eben auch Bilanzsumme. So, und wenn man sich das mal anguckt, das Statistische Bundesamt hat für 2022 da mal Zahlen veröffentlicht, ne, also von 3,1 Millionen KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, sind 2,6 Millionen den Kleinstunternehmen zuzuordnen. Und Kleinst- und Kleinunternehmen zusammen stellen 39% der Beschäftigten. Ja, also das ist schon eigentlich ganz ordentlich. Das heißt, da dreht sich eine ganze Menge. Ja, 2,6 Millionen Unternehmen, das ist erstmal eine Zahl, mit der muss man erstmal irgendwie umgehen können. Das gibt aber natürlich auch schon so mal ein bisschen den Ausblick, was da vermutlich auch alles dann so unterwegs ist. Ne? Also bei 2,6 Millionen Unternehmen kann ich eine ganze Menge Geschäftsfelder unterbringen. Ja. Was zeichnet jetzt die KKUs in diesem Kontext IT, Informationssicherheit nebenbei mal noch so, ich sag mal, inoffiziell ein bisschen aus? Naja, also typischerweise haben wir in KKUs kein eigenes IT-Fachpersonal. Ich sage immer typischerweise, es gibt natürlich immer Ausnahmen, bei 2,6 Millionen Unternehmen kenne ich nicht alle. Ja. Aber wenn man da unterwegs ist, das ist eben so ein Punkt. Kein eigenes IT-Fachpersonal. Man erlebt häufig so einen Nebenjob-Admin, ne? Also irgendeiner der Mitarbeitenden hat halt nebenbei den Hut auf. Ja. So, wenn man Glück hat, ist es nur einer. Wenn man Pech hat, sind es alle. Ja. Also im Sinne von alle haben Admin-Rechte auf den Systemen. Sie werden dadurch natürlich im Bereich der IT häufig von Dienstleistern betraut. Ne? IT-Dienstleister, die sich dann um deren IT-Themen kümmern, die häufig dann natürlich auch selbst in die Kategorie der KKUs fallen, also selbst auch kleine Unternehmen sind. Da hängt natürlich auch das Thema Informationssicherheit mit dran. Ne? Also da gibt es dann keinen spezialisierten Dienstleister, also zumindest bei den meisten nicht. Häufig das Thema Informationssicherheit ja sowieso. Deswegen stehen wir auch hier, unterhalten uns darüber. In KKUs jetzt nicht so das Thema mit der höchsten Priorität. Und wie ich eben schon gesagt habe, das ist ein unglaublich heterogenes Umfeld. Ja? Also im Sinne von Geschäftstätigkeiten, Geschäftsorganisationen, genauso natürlich auch wieder technischen Infrastruktur und sowohl technische Infrastruktur im Sinne von IT als auch OT. Ne? Also auch das darf man nicht vergessen, dass man eben aufgrund dieser immensen Heterogenität in diesen Unternehmen natürlich eben auch Fälle hat, wo ich sagen kann, ja, da habe ich eine Schreinerei. So, die arbeitet noch wie vor 150 Jahren, ne, als das irgendwann mal einer gegründet hat. So, und zwei Ortschaften weiter habe ich eine Schreinerei, die hat vielleicht genauso viele Mitarbeiter, ja, aber die haben halt ein Hightech-Schreiner-Holzverarbeitungszentrum. Ne. Da stehen Maschinen mit entsprechenden Anbindungen, da bin ich ganz tief drin im Thema OT. All das kann mir eben in diesem Thema KKU über den Weg laufen. Jetzt hat man sich dann, wie gesagt, irgendwann mal überlegt und sagt, das Thema Informationssicherheit muss ich jetzt irgendwie auch mal in diese Branche reinbringen, also in diese Unternehmensgröße reinbringen. Was mache ich jetzt mit KKUs? Und das ist auch sozusagen da auf dieser Basis, nehme ich mir sozusagen auch so ein bisschen das Recht heute raus, auch sehr kritisch über dieses Thema dieser Leitfäden zu sprechen, weil in den ersten Leitfaden, in denen wir einsteigen werden, das Thema ISA Plus, Informationssicherheitsanalyse, den habe ich selber mit verbrochen, damals 2013. Ich war also Teil dieser Arbeitsgruppe im IT-Sicherheitscluster, die sich diesen Fragenkatalog ausgedacht hat. Deswegen glaube ich, kann ich zu Recht sagen, also wenn jemand schlecht darüber reden darf, ne, dann bin ich einer davon. Ich war ja zum Großteil auch sozusagen Mitverbrecher dieser Idee, was nicht heißen soll, dass das Ding per se schlecht ist. Ne? Also aber nur, dass jetzt keiner auf die Idee kommt und sagt, da stellt sich einer hin und mault über die Arbeit von anderen. Das ist nicht so, ich maule über meine eigene Arbeit. So. Ja, das, aber das ist was anderes. Genau, also VDA, die haben eigene Normen. Ne? Da gibt es auch das Thema, was ja dann irgendwann bei denen mal im T-Sachs endet. Ne? Deine Info zu. Ich finde es super, wenn Leute Fragen stellen, aber als Herald habe ich die Aufgabe, darauf zu achten, dass auch Leute im Stream das
Achso, dann wiederhole ich die Frage nochmal. Die Frage aus dem Publikum war gewesen. Eine und zum anderen wäre vielleicht, wenn außer Frank sagt jetzt, dass er mal klarkommt, aber damit wir in der Zeit bleiben, wäre es vielleicht ganz sinnvoll, die Fragen am Ende zu stellen, damit wir nicht den Vortrag schreiben. Nehme ich jetzt trotzdem kurz auf. Also die Frage aus dem Publikum war gewesen, ist das Thema ISA Plus, Informationssicherheitsanalyse, was wir damals im IT-Sicherheitscluster in Regensburg gebaut haben, das gleiche wie das Thema ISA im Kontext VDA, also aus dem Verband der Automobilindustrie. Nee, das ist was anderes. Ne? Das heißt nur ähnlich. Ich könnte da jetzt auch kurz drauf abzielen. Es gibt, das ist das Problem immer mit diesen drei Buchstabenabkürzungen. Ne? Und wir wollten auch nicht damals im Cluster eigentlich sagen, das Ding heißt ISA Plus Informationssicherheitsanalyse, weil logischerweise sollte genau das ja sein, warum wir das Ganze ISA genannt haben, ne? Weil es eine Informationssicherheitsanalyse ist. Ich muss das jetzt aber immer vollständig sagen, weil wir tatsächlich, aber nicht vom VDA, sondern vom anderen Unternehmen, damals sozusagen mit einer Markenrechtsverletzung konfrontiert wurden. Das gab es nämlich schon irgendwo. Irgendjemand hatte sich da mal was eintragen lassen. Deswegen durften wir nicht ISA Plus sagen, sondern mussten jetzt immer den vollständigen Namen aussprechen, damit wir hier sozusagen rechtskonform sind. Gucken wir da also gleich mal drauf. Wie gesagt, ne, also das ist in Version 1.0 in 2014 veröffentlicht worden. 2014, das ist 10 Jahre her. Ich war völlig schockiert, ne, als mir das so bewusst geworden ist. Dass das also tatsächlich vor 10 Jahren war. Wie gesagt, ist ein Produkt aus dem IT-Sicherheitscluster e.V. in Regensburg. Wurde damals durch das Bundesministerium für Wirtschaft auch gefördert. Deswegen ist der Fragenkatalog auch kostenlos verfügbar. Gegenstand des Ganzen oder die Idee dahinter war zu sagen, 50 Fragen zur Informationssicherheit mit Handlungsempfehlungen. Das Ganze kann, das war die Idee eben von den Unternehmen selbst, in Form von einem Self-Assessment durchgeführt werden. Es gab aber auch damals schon immer die Idee, dass man sagt, wir brauchen sowas wie zertifizierte Berater, also Personen, die qualifiziert sind, um dann eben auch mit Unternehmen zusammen diesen Fragenkatalog sozusagen zu erarbeiten und in der Umsetzung zu begleiten. Merkt euch mal diese Konzepte. Ja, also wie gesagt, das ist, war 2014, sind wir damit an den Start gegangen. Mir ist es jetzt eigentlich auch erst im Rahmen der Vorbereitung des Vortrags klar geworden, dass man relativ vieles davon jetzt auch in anderen Normen findet. Aber auch da tatsächlich für alle, die im Bereich der Informationssicherheit oder des Informationssicherheitsmanagements unterwegs ist, ist das eigentlich nichts Neues. Ja, also aus meiner Sicht ist das in diesem Themenbereich grundsätzlich so, dass da nicht jedes Mal das Rad neu erfunden wird, ne, sondern man bedient sich schon immer so ein bisschen an dem, was sich andere Leute gute Dinge überlegt haben. Das ist auch bei größeren Standards so und bei größeren Rahmenwerken so. Deswegen spreche ich da mal gerne von so Community-Leistungen, ne, die dann einfach so ein bisschen fortentwickelt werden. Gucken wir uns mal, angucken tun wir es uns nicht. Ich erläutere euch mal so ein bisschen grob sozusagen, was jetzt eigentlich Gegenstand von diesem Fragenkatalog ist. Also um was geht es da denn eigentlich, wenn ich jetzt hier mit diesem Fragenkatalog auf so ein Unternehmen zugehe? 50 Fragen unterteilt in 3 Themenbereiche. Das heißt, wir haben gesagt, um was müssen wir uns kümmern? Wir müssen die Organisation adressieren. Wir haben technische Themen und wir haben rechtliche Themen. So, in der Organisation, da kommen jetzt natürlich so die Fragen im Sinne von eigentlich Anforderungen, ja, die da natürlich verpackt wurden. Worum geht es da? Leitlinie zur Informationssicherheit. Diverse Richtlinien, ne? So, also ob ihr das Ding jetzt Richtlinien nennt oder Handreichungen, Merkblätter, wie auch immer, ist mir völlig wurscht. Es ging um Dokumentation von bestimmten Themen, ne? Also es muss dokumentiert werden. Es werden klare Verantwortlichkeiten in bestimmten Themen erwartet, ne? Also sowas wie ein Informationssicherheitsbeauftragter zum Beispiel. Es werden ausreichende personelle Kapazitäten im Unternehmen erwartet. Die Eignung bestimmter Funktionen wie des ISB wird sozusagen bestimmten Anforderungen unterworfen. Wir wollten ein Inventar haben der Assets, also das heißt, welche Hardware, welche Software, was ist eigentlich in diesem Unternehmen im Einsatz. Es ging um Schutzbedarfe, es ging um Prozesse für On- und Offboarding von Mitarbeitenden, das Thema Schulung, das Thema Update-Patch-Management, Umgang mit Informationssicherheitsvorfällen, Umgang mit Notfällen. Das sind so die Themen, die wir in den Bereich Organisation reingepackt haben. Im Bereich der Technik ging es natürlich um so Fragen wie Berechtigungskonzepte, also Neudeutsch Identity Access Management. Deaktivierung nicht benötigter Dienste, Netzwerksicherheit, Firewall, Schutz zentraler IT vor Elementargefährdungen, ne? Also Wasser, Hitze, Stromausfall, Diebstahl.
Das Thema Datensicherung natürlich, das Thema Notfallkonzept, Wiederanlaufpläne. Also auch da im Grunde all das, was man typischerweise im Kontext Informationssicherheit an Themen auch natürlich aufrufen würde. Wir hatten einen dritten Block, den wir ja gesagt haben, rechtliche Anforderungen. Der war total spannend. Also ich weise nochmal darauf hin, das war 2014. Ja. 2014 sind wir mit einer Anforderung, dass wir sagen, als Unternehmen sollte ich einen Überblick über die gesetzlichen und vertraglichen Anforderungen im Kontext Informationsverarbeitung haben und im Zweifelsfall vielleicht auch mal irgendwie überprüfen, ob die vielleicht auch irgendwie eingehalten werden. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee. Ne? Also eine Kenntnis der eingegangenen Verpflichtungen in den Verträgen. Was habe ich eigentlich unterschrieben? Ne? Also welche Verträge habe ich unterschrieben, wo was zum Thema Informationssicherheit drinsteht, wo ich mich irgendwo hin verpflichte? Vorgaben für die Nutzung von externen Diensten, beispielsweise auch Cloud-Diensten, Archivierungsanforderungen, Löschpflichten, Übersicht über IT-Dienstleister und deren Dienstleistungen. Ich habe ja gesagt, ich darf sagen, ne? Es war in der Praxis, war dieser Block eine einzige Katastrophe. Nicht, weil er nicht Sinn macht, sondern weil eigentlich bis auf so ein paar Pilotunternehmen, mit denen wir das initial getestet haben, die aber natürlich sehr intensiv von uns betreut wurden, ne? Die finden das ziemlich cool, die haben da auch echt was mitgenommen. So, wenn man das unbeaufsichtigt an Unternehmen gegeben hat, ja, dann ist uns spätestens beim Block 3, ne, wurden uns also ganz üble Wünsche zuteil. Ne? Das ist spannend tatsächlich auch nochmal, wie gesagt, 2014, ne, große Aufregung. Ich habe dann im Mai 2018 mit sozusagen der tatsächlich formalen Inkrafttretung der DSGVO mich schon entspannt zurückgelegt, ne, wo ich mir gedacht hätte, naja, wenn irgendjemand seit 2014 mal seine Hausaufgaben gemacht hätte, könnte er sich jetzt schon in vielen Teilen entspannt zurücklegen. Ich musste ganz aktuell lachen, ne, beim Thema Übersicht über IT-Dienstleister und deren Dienstleistung. Das ist gerade ganz aktuell eine Anforderung, die aus einer europäischen Regulierung auf die Banken kommt, im Rahmen der DORA, ja, also einer Anforderungspaket für die digitale operationale Resilienz des Finanzwesens. Ihr glaubt nicht, was für ein Geschrei in dieser Bankenbranche unterwegs ist, ne? Wegen diesem Informationsregister, also diesem Wissen, was habe ich eigentlich für IT-Dienstleister und was bringen die eigentlich für IT-Dienstleistungen? Und das freut mich dann immer so ein bisschen, ne, wo ich mir denke, na, das hätte ich damals, ne, 2014 mit einem ISA Plus Informationssicherheitsanalyse-Fragenkatalog alles schon erledigen können. Aber naja, manchmal ist man halt ein bisschen früh dran. Ne? Also ich verpacke das positiv, ihr dürft gerne sagen, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ne? Habt halt Glück gehabt, das richtige Thema aufgemacht. So, also aus meiner Sicht, da steht viel Gutes drin, aber ich habe es schon gesagt, die Erfahrungen in der Praxis waren also tatsächlich auch durchwachsen. Unbeaufsichtigt auf kleine Unternehmen losgelassen, war das meistens nicht so der Selbstläufer. Ne? Also so. Gucken wir uns den zweiten an, chronologisch 2021, die VDS 10005. So, erstmal die, das ist ein Produkt der VDS Schadenverhütung GmbH. Ich weiß nicht, wer diesen Laden sozusagen kennt oder wem das was sagt. Man kennt das im Kontext der, vom Versicherungssachverhalten. Die VDS Schadenverhütung GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Gesamtverbands des deutschen Versicherungswesens. Ne? Das heißt also, ein Gesamtverband der Versicherer, die haben da so eine Firma gegründet und die VDS Schadenverhütung GmbH, die macht genau das, die publiziert unglaublich viele Normen zu allen möglichen Themen, und unter anderem eben auch tatsächlich hier zum Thema Informationssicherheit. Was vielleicht ein bisschen bekannter ist von der, vom VDS, ist die Norm VDS 10.000. Das ist nämlich die Norm für ein vollumfängliches Informationssicherheitsmanagementsystem, also ein ISMS, das heißt sozusagen die Stufe drüber. Und da haben die mal eine ganze Zeit lang, als sie das rausgebracht haben, finde ich, eine ziemlich coole Werbekampagne gemacht. Und haben das Ding nämlich verkauft als die VDS 10.000 für das Informationssicherheitsmanagementsystem. Das ist die Feuerschutzversicherung des 21. Jahrhunderts. Ja, also coole Werbung, fand ich gut. Die auch hier 56 Anforderungen in 8 Kategorien, auch da wieder Durchführung als Self-Assessment möglich, ne, oder mit Unterstützung zertifizierter Berater.
kennen wir irgendwoher, ne? Ähnlicher Umfang. Unterschied, das Ding ist kostenpflichtig, also sowohl die Norm kostet Geld, ungefähr 83 Euro, und es gibt einen zusätzlichen Online-Leitfaden, der dann die Umsetzung unterstützt, ne? Also wo man zu jeder Anforderung dann nochmal erweiterte Handlungsempfehlungen bekommt, Beispiele bekommt, wo auch Templates, also Dokumententemplates angeboten werden. Der ist auch kostenpflichtig, kostet nochmal 120 Euro. Um das mal so ein bisschen formal abzugrenzen. So, inhaltlich. Ne? Also ich habe auch gesagt, 8 Kategorien. Gucken wir uns mal kurz so ein bisschen an, was in den 8 Kategorien drin steht. Kategorie 1, Verantwortlichkeiten. Und da geht es darum, dass man einen Umsetzungsbeauftragten benennt. Das finde ich auch ganz spannend. Ne? Also nicht jetzt irgendwie so einen Informationssicherheitsbeauftragten, sondern einen Umsetzungsbeauftragten. Also der dafür sorgt, dass man jetzt diese Norm umsetzt im Unternehmen. Und plus einen technisch Verantwortlichen. Ne? Also da trennt man schon so ein bisschen, sagt der Umsetzungsverantwortliche oder der Umsetzungsbeauftragte, der muss nicht wissen, was da technisch passiert. Der muss nur dafür sorgen, dass das alles gemacht wird. Ne? Aber ihr habt am besten auch noch jemanden, der das technisch kann. Die zweite Kategorie geht um das Thema Speicherorte. Da geht es darum, dass man seine Speicherorte kennt und dass man das auch steuert, wo Daten gespeichert werden. Ja, und auch das macht grundsätzlich mal Sinn. Kategorie 3 sind Mitarbeiter. Das heißt auch hier Verpflichtung auf Vertraulichkeit, Vorgaben zum Umgang mit IT, Vorgaben im Sinne von Prozessfestlegungen für Offboarding und für Stellenwechsel in den Organisationen. Kategorie IT-Systeme, auch da, sag ich mal, durchaus natürlich auch das, was man erwartet. Es geht um die Verwaltung von IT-Systemen, also Inventarisierung, Lifecycle-Management im Sinne Inbetriebnahme, Change, Ausmusterung. Es geht um Schutzmaßnahmen, dass man eben Software nur aus vertrauenswürdigen Quellen holt, dass man Schutz vor Schadsoftware auf seinen Systemen grundsätzlich vorsieht. Es geht um Authentifizierung, es geht um Identity Access Management, es geht um Verschlüsselung, Beschränkung des Netzwerkverkehrs. Zum Thema Netzwerk und Verbindungen gibt es eine eigene Kategorie. Da geht es tatsächlich nochmal um Schutz und Überwachung des Netzwerks, um die Absicherung sogenannter exponierter Dienste und Funknetze. Exponierte Dienste im Sinne dieser Norm sind im Grunde alle Dienste, die ich anbiete, die mit Netzen kommunizieren, die weniger sicher sind als mein lokales Netzwerk. Also platt gesagt kann man sagen, alles, was mal Richtung Internet geht, ist dann irgendwie ein exponierter Dienst, um den muss ich mich kümmern. Die Kategorie Umgebung, da geht es natürlich um klassisch Schutz vor Elementargefährdungen, ne? Wasser, Hitze, Stromausfall, Beschädigung, Verlust. Kategorie Datensicherung, kommt der nächste Posten, der im Unternehmen zu vergeben ist, die Benennung eines Datensicherungsbeauftragten. Also nicht eines Datenschutzbeauftragten, sondern eines Datensicherungsbeauftragten, der nämlich dafür Sorge trägt, dass Datensicherungen nach Plan und fehlerfrei ausgeführt werden, dass die Datensicherung getrennt von der Domäne, so formuliere ich es jetzt einfach mal verkürzt, aufbewahrt wird, dass Netzwerkverbindungen zwischen meinen IT-Systemen und den Komponenten der Datensicherung entsprechend eingeschränkt werden, dass ich eine Mehrgenerationensicherung habe, dass die am besten natürlich auch mehrstufig sein soll. Es geht um die Aufbewahrung der Datensicherung, insbesondere natürlich auch der Medien und natürlich auch wieder Anlaufpläne für den Fall, dass ich die Datensicherung mal brauche für jeden Speicherort. Das muss dokumentiert sein und zwar so dokumentiert sein, dass ein fachkundiger Dritter anhand einer klar strukturierten Abfolge weiß, was er zu tun hat. Die erforderlichen Ressourcen, die er dazu braucht, müssen dokumentiert sein. Und es muss auch im Notfall verfügbar sein. Also auch das ist tatsächlich ein guter Hinweis. Ne? Also man sollte manchmal nicht glauben, in wie vielen Fällen man tatsächlich Notfallpläne oder Wiederanlaufpläne einzig und allein abgelegt auf IT-Systemen findet. Ne? Die liegen halt dann auf irgendeinem Netzlaufwerk, was auch immer. Ne? Und wo man sich dann denkt, naja, also die sollen ja eigentlich dann verwendet werden, wenn genau dieser Dienst nicht verfügbar ist. Ne? Also hoffentlich hat das jemand noch woanders. Und das merkt man später, also man sollte es merken beim Testen, ne? Deswegen testet man sowas eigentlich mal. Die meisten merken es dann, wenn sie es brauchen konnten. Die letzte Kategorie in diesem Kontext ist das Thema der IT-Dienstleister.
Also auch hier werden die IT-Dienstleister angesprochen. Das heißt, es gibt Vertragserfordernisse mit vorgegebenen Inhalten. Das heißt also, man muss den Leistungsumfang ordentlich mit dem Dienstleister vereinbaren, betriebliche, gesetzliche, vertragliche Anforderungen formulieren, Mitwirkungspflichten in verschiedenen Situationen, zum Beispiel auch im Kontext der Dienstleisterinsolvenz mal vordenken. Reaktions- und Servicezeiten vereinbaren, Pflicht zur Dokumentation durch den Dienstleister. Ne? Also wenn der was tut, soll er es auch irgendwie dokumentieren. Und der Dienstleister soll sich natürlich selbst auch an Anforderungen zur Informationssicherheit halten. Ja, das bringt das sozusagen hier so zum Abschluss. Also auch da, ne, grundsätzlich, ne, so liest man so durch und schaut sich das an und macht erstmal überall einen Haken dran und sagt, ja, macht Sinn, ne? Klar. Haben wir vorher ja auch schon gehört. Also so viel Neues taucht da nicht auf, aber ist eigentlich erstmal alles plausibel. Die DIN-Spec 2776 vom Mai 2023, also ein relativ aktuelles Thema, wird durch das BSI sehr aktiv, sehr stark vermarktet. Sage ich auch gleich kurz, warum. Entwickelt wurde das Ganze über ein DIN-Spec-PAS-Konsortium im Rahmen des Projektes mit Standard sicher. Ich könnte jetzt ein bisschen abwertend sagen, naja, wenn das BSI mit dabei ist, muss das natürlich alles sehr formal ablaufen. Ne? Deswegen auch ein DIN-Spec-PAS-Konsortium. Dahinter steht im Grunde eigentlich nur, dass es natürlich wieder eine formale Anforderung gibt, wie so ein Konsortium funktioniert, das dann als Ergebnis eben ein solches DIN-Dokument herausgeben darf. Das Ganze ist auch gefördert durch das BMWI. Ist kostenlos verfügbar. Man kann sich die DIN-Spec 2776 beim Beuth Verlag nach Registrierung herunterladen, also kostet nichts, aber ich muss eine Registrierung beim Beuth Verlag durchführen. 27 Anforderungen in den 6 Themengebieten und die Norm selber sagt, es ist ein semi-strukturiertes Leitfadeninterview als Standard für den Beratungsprozess zur IT- und Informationssicherheit für KKUs. Die Idee, die das BSI mit dieser Norm hat, ist eigentlich tatsächlich, und das sagen sie auch recht offensiv, ist eigentlich folgendes. Das BSI hat momentan keine Ahnung, wie es im Bereich der KKUs mit dem Thema Informationssicherheit aussieht. Und das finden sie doof. So, und jetzt haben sie sich gedacht, okay, dann gucken wir doch mal, wir machen so eine Norm. So, und um das Ganze attraktiv zu machen für entsprechend eben dann auch wieder zertifizierte Berater, ne, mit Unternehmen jetzt diese Norm anzuwenden, haben sie sich hingesetzt und haben gesagt, wir bieten dafür kostenlos eine Software an, die euch bei diesem Interview unterstützt, wo ihr das alles schön dokumentieren könnt, wo ihr also dieses Beratungsprojekt rein dokumentieren könnt. Damit habt ihr dann auch gleich eine genormte Berichterstattung an den Kunden. Ne? Das ist also alles fest, formal vorgegeben. Und der Deal ist, dafür, dass man diese Software kostenlos nutzen darf, ist, dass die Daten, die man da erhebt, an das BSI gehen. Ja, also das BSI will da sukzessive einfach drüber ein Bild, einen Einblick in den Zustand der Informationssicherheit in KKUs kriegen. So, was ich ganz spannend finde, das steht relativ früh selbst im Dokument drin, also in der Spec 2776 drin, dass also selbst bei Einführung aller 27 Anforderungen und vollständiger Umsetzung dieser Anforderungen kein sehr gutes Schutzniveau erreicht wird, sondern nur das für ein Klein- und Kleinstunternehmen vertretbare absolute Minimum an Informationssicherheit. Ja, also das ist sozusagen nichts, wo man hinterher sagt, na, mache ich mir erstmal hier ein fettes Logo auf die Homepage oder so, ne, sondern das ist eigentlich so, das sollte schon jeder mal an sich Minimum haben. Ja. Worum geht's? Ne, auch hier 6 Themengebiete. Ich werde ein bisschen schneller durchgehen, weil ihr könnt euch vorstellen, was da drin steht. Themengebiet Organisation und Sensibilisierung, grundsätzliche Verantwortlichkeit der Geschäftsführung, ne, für das Thema Informationssicherheit muss festgelegt werden. Wir brauchen verantwortliche Personen für IT und Informationssicherheit mit entsprechenden Kapazitäten und entsprechender Qualifikation. Wir brauchen Prozesse für Vorfallsmeldung und Verhalten bei Sicherheitsvorfällen und IT-Notfällen. Wir müssen Mitarbeitende schulen im Umgang mit IT. Wir müssen die Mitarbeitenden schulen, dass sie Bedrohungen erkennen. Ne? Wird auch konkret Phishing genannt. Also die Leute sollen in der Lage sein, eine Phishing-E-Mail zu erkennen.
Externe Personen und Dienstleister müssen ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet werden. Und wenn Homeoffice ein Thema ist im Unternehmen, dann braucht es Regelungen zum Thema Homeoffice. Im Identitäts- und Berechtigungsmanagement brauchen wir Zutrittsregelungen, wir brauchen natürlich ein Berechtigungskonzept, brauchen Passwortregeln und sollen auch das Thema Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentifizierung nicht vergessen. Bei der Datensicherung, auch hier, ne, gibt es Regelungen zur Durchführung der Datensicherung, zum Zugriffsschutz, zur Dokumentation des Verfahrens und der Verantwortlichkeit. Es geht um Rücksicherungstests, die man machen muss. Es gibt das Gebiet des Patch- und Änderungsmanagements. Das heißt, das finde ich auch ganz spannend, also Zitat, Einspielen von Patches und Updates unverzüglich nach Veröffentlichung. Ich bin kein Jurist, ne? Aber unverzüglich ist für mich relativ klar, was die damit meinen. Ne? Also nicht, ja, überlege ich mir mal übers Wochenende. Ne? Bin vielleicht Montag, Dienstag jetzt auch echt beschäftigt. Ne? Dauert jetzt eine Woche? Nee, das ist nicht unverzüglich. Ne? Unverzüglich ist unverzüglich. Die Verantwortlichkeit zum Thema Patch- und Änderungsmanagement muss klar geregelt sein. Und, auch das finde ich ganz spannend, Identifikation und in der Folge Ausmusterung von Legacy-Systemen. Ja? Also, ich gucke nach, habe ich eins? Und dann steht da nicht, dann kannst du mal überlegen, was du damit machst. Sondern, wenn du eins gefunden hast, ausmustern. Es gibt das Themengebiet der Schutz vor Schadsoftware oder Schutz vor Schadprogrammen. Auch da, na klar, wir brauchen Schutz natürlich vor Schadprogrammen auf Servern, auf Arbeitsplatzrechnern, Notebooks und Smartphones. Wir brauchen das Thema Bezug von vertrauenswürdigen Quellen. Ja, die Installation von Software darf nur durch IT-verantwortliche Personen erfolgen. Standardmäßig müssen aktive Inhalte und Makros deaktiviert sein. Wir haben das Themengebiet IT-Systeme und Netzwerke. Das heißt auch hier, wir brauchen eine Firewall, die darf nur die erforderlichen Dienste entsprechend auch ermöglichen. Wir brauchen eine verantwortliche Person für die Firewall-Konfiguration. Wir brauchen Passwortschutz auf allen Geräten. Wir brauchen VPN-Verbindungen für Remote-Verbindungen. Wir brauchen eine WLAN-Verschlüsselung mit mindestens 20 Zeichen Passwortlänge. Wir brauchen ein verschlüsseltes, getrenntes, passwortgeschütztes Gäste-WLAN, wenn wir eins haben. Es gibt Regelungen für die Fernwartung und natürlich auch der obligatorische Schutz aller IT-Komponenten vor Elementarschäden. Also auch da wieder Hitze, Wasser, Stromausfall, Diebstahl und so weiter. So, also das sind so diese drei Leitfäden, die ich euch mitgebracht habe. Also in der Chronologie 2014 bis jetzt Mai 2023. Im Umfang aus meiner Sicht alle irgendwie ähnlich, im Inhalt alle irgendwie ähnlich. So, das heißt, das war so ein bisschen der Grund auch für mich, ne? Wo ich mir gedacht habe, ja, okay, was machen wir denn jetzt? Ne? Also das Thema haben wir jetzt irgendwie 10 Jahre, ne? 2014 bis 2013. Was ist denn damit jetzt? Ist das jetzt hilfreich für die Zielerreichung? Und die Frage ist, für welches Ziel eigentlich? Ne? Was soll das jetzt? Weil aus meiner Sicht sind das zwei Ziele, die man da vor Augen haben muss. Ne? Compliance, Informationssicherheit. So, natürlich steht da Informationssicherheit immer irgendwo drauf, aber das Thema Compliance schwingt bei diesem ganzen Thema aus meiner Sicht ja immer ganz dramatisch mit. Deswegen fangen wir auch mit diesem Thema Compliance jetzt mal an. Hier vorneweg ein Disclaimer. Ich bin kein Jurist, also darf ich in Deutschland keine Rechtsberatung machen. Das alles, was ihr hier lest, ist eine persönliche Einschätzung. Wenn ihr es wirklich sicher wissen wollt, fragt bitte euren Anwalt. Ja. Also ich darf euch schon mal nicht sagen, ob das Ganze jetzt hilfreich ist, um eine DSGVO Artikel 5f und Artikel 32, also Schutz und Sicherheit der Verarbeitung, Artikel 32, ne, das kennen wir so mit dem Thema technisch-organisatorische Maßnahmen, TOMS, wird das jetzt durch diese Leitfäden irgendwie sinnvoll abgedeckt? Ne? Meine persönliche Meinung, ja, ich finde ja, das ist definitiv hilfreich, um diese Themen zu adressieren. Ihr dürft es mir aber nicht glauben, ihr müsst einen Anwalt fragen. Das ganze Thema haben wir jetzt natürlich auch noch so ein bisschen hier HGB-Gesetz, also das Handelsgesetzbuch, ne, HGB-GmbH-Gesetz. Das heißt also auch so aus Sicht der Geschäftsführungen, ne, der Inhaber, ja so, gibt es ja tatsächlich auch wirklich, also dummerweise stehen in Gesetzen Anforderungen drin, die was mit Informationssicherheit zu tun haben. Meistens nicht so klar, ne, da geht es um Anforderungen zur Datensicherheit oder um allgemeine Sorgfaltspflichten. Ja, ja. Engländer würde sagen Due Diligence.
Da fällt natürlich sowas wie Informationssicherheit auch drunter. Das gehört da dazu, dass ich eben mit meinem Unternehmen nicht als Virenschleuder unterwegs bin und mein Mailserver hier ständig und an jeden irgendwelche komischen Phishing-E-Mails raushaut, Schadsoftware versendet oder sonst irgendwas tut. Auch da in diesem Kontext helfen mir da diese Leitfäden, hilft mir das, wenn ich mich sozusagen mit diesen Leitfäden im Thema bediene? Aus meiner Sicht ja, definitiv, weil ich habe dann irgendwas, wo ich sagen kann, guck mal, eigentlich habe ich meinen Job gemacht, meine Hausaufgaben gemacht, da ist ein bisschen was da. Dann haben wir noch andere vertragliche Verpflichtungen. So, da kommt jetzt die Juristenantwort, auch wenn ich keiner bin. Ja, bei anderen vertraglichen Verpflichtungen kommt es drauf an. Worum geht es denn eigentlich? So, und da muss man so ein bisschen die Türen so ein bisschen mal aufmachen und dahinter gucken. So, was mache ich denn jetzt, wenn mir ein Geschäftspartner in einen Vertrag reinschreibt, den ich dummerweise auch unterschreibe, weil ich ihn nicht gelesen habe oder weil mir das Geschäft so wichtig ist, dass der sagt, so und du, liebes KKU, du kümmerst dich um Informationssicherheit, du hast nämlich ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Du unterhältst und betreibst ein ISMS. Das erreiche ich mit diesen Leitfäden nicht. Die entsprechen nicht den Anforderungen an ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Wenn es um das Thema Informationsrisikomanagement geht, helfen Sie mir auch nicht. Weil Risikomanagement, Informationsrisikomanagement, Risikoanalyse ist in keinem dieser Leitfäden als Komponente vorgesehen. Das ist ein spannender Punkt. Merkt euch den mal, kommen wir nämlich noch drauf. Ärgere ich mich heute noch drüber, 10 Jahre lang. Ja, so. Ein Thema, was jetzt hier noch nicht auftaucht, ich möchte es angesprochen haben, weil es momentan gerade sehr präsent ist, Thema NIS 2. Ne? Warum steht da nichts zur NIS 2? Naja, wir sprechen über KKUs. Ne? Und wir haben vorhin ja gesagt, also die Größenordnung geht ja so bis 50 Mitarbeitende, ne? Vollzeitäquivalente. So, und wenn man sich jetzt anguckt, wen die NIS 2 wiederum reguliert, dann müsste so ein KKU tatsächlich ja entweder jetzt in einem Kritis-Bereich aktiv sein, also Kritis gemäß Gesetz sein, oder in einem der neuen Spezialbereiche, also hier irgendwelche Telekommunikationsdienste oder sonst irgendwas an besonderen Diensten anbieten, damit sozusagen die NIS 2 direkt gilt. Ansonsten fallen die typischerweise ja eben über diese Größenklasse raus, weil die NIS 2 häufig eben erst ab 50 Mitarbeitenden dann eben in diese besonderen oder wichtigen Unternehmen abbiegt. Das ist aber gar keine gute Nachricht am Ende des Tages, weil wir werden natürlich über die NIS 2 genau das beobachten, was wir natürlich immer beobachten, wenn es Regulierung gibt. Die großen Unternehmen werden reguliert, die haben entsprechende Anforderungen. Also was wird passieren im Laufe der Zeit? Die werden natürlich irgendwann mal sagen, naja, das muss ich jetzt an meine Dienstleister, an meine Geschäftspartner weitergeben. Ja? Also ich muss ja ein Niveau an Informationssicherheit gewährleisten. So, wenn ich jetzt hier einen IT-Dienstleister habe, dann ist das ja vielleicht schön, dass das nur 20 Leute sind und er eigentlich nicht unter irgendeine Regulierung fällt, dann bekommt er das vertraglich von mir mit, damit ich mein Niveau sicherstelle. Ja, so, das heißt also, wir dürfen uns alle darauf einstellen, dass sozusagen nicht durch die direkte Regulierung, sondern durch die indirekte Regulierung über das private Vertragsrecht natürlich auch solche Anforderungen auch in Richtung der entsprechenden KKUs laufen werden. Das Gleiche übrigens auch nochmal aus der Finanzbranche heraus. DORA-Regulierung ist genau das gleiche Thema. Auch dort wird es genau dazu führen, dass wir also auch in kleineren Organisationen plötzlich deutlich intensivere regulatorische Anforderungen haben werden. Nicht aufgrund der Regulatorik selbst, sondern indirekt durch die entsprechenden Geschäftspartnerbeziehungen. Gucken wir nochmal hier auf das Thema hilfreich für die Zielerreichung im Bereich der Informationssicherheit. Ja, also wir sind die Themen ja mal so grob mal durchgegangen. Also natürlich, alle wesentlichen Themen des Informationssicherheitsmanagements, die man so erwartet, habe ich eigentlich in diesen Leitfäden drin. Ja. Regelungen zum Umgang mit IT, Schutz vor Schadsoftware, Datensicherung, Notfallkonzepte, Wiederanlaufpläne, Umgang mit Dritten, mit Dienstleistern, Schulung, Sensibilisierung. Ne. Ich habe nicht alles hingeschrieben, also weil man würde an all diese Themen würde man Haken dran machen. Ist das jetzt vollständig? Wahrscheinlich nicht, mit Sicherheit nicht. Ne? Also allein so im ersten Gedankengang, wo man sich sagt, was ist eigentlich mit Bring Your Own Device? Was ist eigentlich mit privater Nutzung betrieblicher Geräte? Ja, wird nirgends adressiert. Was ist eigentlich mit OT? Ne, habe ich schon gesagt, das ist in diesen Unternehmen unterwegs, ist nicht geregelt. Ja. So, das heißt, die spannende Frage ist ja, die man sich hier stellen muss, kann ich jetzt ein ausreichendes und gleichwertiges Informationssystem
Sicherheitsniveau, mit weniger Anforderungen oder auch mit weniger Dokumentation erreichen? Vermutlich ja, kommt drauf an. Ne? Warum? Es kommt aufs Unternehmen drauf an. Oder bin ich in einer anderen Situation, dass ich sage, nee, ich brauche eigentlich weitere Maßnahmen. Ne? Das reicht nicht. Das, was da drin steht, reicht nicht aus. Auch das, ja klar, mit Sicherheit. Ne? Bei 2,6 Millionen Unternehmen werden wir mit den Inhalten dieser drei Leitfäden mit Sicherheit nicht alle 2,6 Millionen 100% abdecken. Ich habe das versucht, hier nochmal so ein bisschen zusammenzufassen. Ne? Also da sitzt mein KKU. Ne? Da sitzt, das ist ein kleines Unternehmen, ne? KKU. So. Das hat jetzt hier sein Unternehmen, hier, ne? sein Leitfaden hier in der Hand. Ne? Sagt jetzt hier, ja super, habe ich meinen Leitfaden. So, und vor ihm liegt jetzt dieser Holzblock mit den Anforderungen. Ja, irgendwie geht's schon. Ne? Natürlich kann ich diese Holzkugel auf den Stern legen, auf das Dreieck, auf das Quadrat, ne? Auf den Kreis. Ja, es passt halt nicht. Ja, das ist das Problem. Das heißt, wenn wir uns die Frage stellen, compliant and secure, ja, sind wir sicher und sind wir compliant? Kann man sagen, ja, das für beide Themen können diese Leitfäden helfen, vielleicht aber auch nicht. Weil, was sind die Probleme, die wir haben? Keiner dieser Leitfäden, mit einer Ausnahme, komme ich gleich drauf, eigentlich ist keiner dieser Leitfäden ein referenzierter Standard. Ja, also was meine ich damit? Es gibt keine gesetzliche oder regulatorische Regelung, die jetzt irgendwo sagen würde, so, liebe Unternehmen, ne, ihr müsst euch um Informationssicherheit kümmern und wenn ihr ein KKU seid und ihr macht das nach DIN-SPEC 27.6, nach VDS 10.005 oder nach ISA Plus Informationssicherheitsanalyse, dann ist das gut und okay, dann ist das gesetzeskonform. Das haben wir nicht. Anders als wir das eben zum Beispiel haben mit dem Thema Informationssicherheitsmanagementsysteme. Es gibt relativ viele gesetzliche regulatorische Anforderungen, die sagen, kümmere dich drum, indem du ein Informationssicherheitsmanagementsystem betreibst, ja, und aufrechterhältst. Da kann man sich dann immer noch aussuchen, welches will ich denn machen. Ne? ISO 27001, BSI IT-Grundschutz, CISIS 12, VDS 10.000, whatever, gibt mit Sicherheit noch eine ganze Menge mehr. Aber da ist die Frage geklärt, weil das ist ein Informationssicherheitsmanagementsystem. Da kann ich einen Haken dran machen. Bei den Leitfäden kann ich das nicht machen, weil es keine referenzierten Standards sind. Weiteres Problem, diese Annahme one size fits all. Ja. Ich habe einen Leitfaden für KKUs und ich habe 2,6 Millionen KKUs, die mit dem Ding vielleicht arbeiten sollen. Ich meine, das funktioniert bei Klamotten schon nicht. Ja. Also wenn es beim T-Shirt schon nicht klappt, one size fits all. Ja. Ist die Frage, glaube ich, schnell beantwortet. Weiteres Problem, Informationssicherheitsmanagement, ISM. Das ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das heißt, das ist nichts, wo ich sage, da mache ich mal ein Projekt, da hole ich mir einen Berater, dann mache ich mal den Leitfaden durch, dann bin ich sicher, Haken dran und in 35 Jahren übergebe ich mein Unternehmen vertrauensvoll an die nächste Generation. Ne, und sage, guck mal, Leitlinie, und vor 35 Jahren haben wir die geschrieben, ja, unser Schutzmaßnahmenkatalog. Hier, mein Sohn, ne, führe das Unternehmen fort. Funktioniert nicht. Das heißt, wir brauchen kontinuierlich Ressourcen. Ja. Wir brauchen Personal, wir brauchen Know-how, wir brauchen Budget und wir sprechen halt von KKUs. Existieren inhaltliche Lücken? Habe ich, glaube ich, schon beantwortet. Ja, auf jeden Fall, na klar. Ne? Also logisch ist das nicht vollständig. So, das heißt, wir kommen dann ja eigentlich hier an den Punkt und sagen, ja, und jetzt? Was machen wir denn mit dieser Erkenntnis? Ich habe versucht, mal so ein paar Ansatzpunkte zu formulieren. Und ich habe versucht, mal die bildhafte Sprache zu verwenden. Auch weil ich unwahrscheinlich viel Spaß habe, Bilder gerade hier mit ChatGPT erstellen zu lassen. Ich immer völlig fasziniert bin, wie diese unglaubliche künstliche Intelligenz immer genau das macht, was ich möchte. Ja, nämlich meistens nicht. Ja, aber ich finde es extrem unterhaltsam, was da so rauskommt. Also Ansatzpunkt 1. Gucken, ob ihr es erkennt, was man damit sagen möchte. Ich war nicht so ganz glücklich, aber besser wurde es nicht. Ne? Hintergrund, es gibt ja das Sprichwort, ne? Der Köder muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. So, das heißt, wenn wir uns das jetzt anschauen, das heißt, wir haben hier Leitfäden, ne? Die drei, die wir uns hier angeguckt haben, wir haben diese Leitfäden, die von IT- und Informationssicherheitsexperten erstellt wurden.
Also Leute, die schon wissen, ne, fachlichen Hintergrund haben und auch der Überzeugung sind. Ich meine, einer steht hier vor euch. Ne? Ich war vor 10 Jahren dabei. Ich fand das ein geiles Ding. Ja? Sag ich, wie man ein Unternehmen sicher macht. Ne? So macht man es. Das ist es. Die Frage ist jetzt aber natürlich, funktioniert das in der Praxis? Ja? Habe ich eine Zielgruppe, also habe ich einen Fisch, der in der Lage ist, mit dem, was ich für heißen Scheiß finde, ne, eigentlich auch zu arbeiten, umzugehen, das anzuwenden, umzusetzen und zu betreiben? Ja, also wie gesagt, ich halte es für meine Erfahrung leider schwierig. Aus meiner Sicht ein großes Problem ist dieser Punkt. Risikoanalyse. Ich finde es faszinierend, ne, und tatsächlich, das ist viel eigene Kritik auch, ich finde es faszinierend, dass wir so vielen Unternehmern, ne, 2,6 Millionen Unternehmen, die Fähigkeit absprechen, zu sagen, nee, Risikoanalyse im Kontext Informationssicherheit, das könnt ihr nicht. Das könnt ihr nicht. Das ist zu komplex für euch. Das ist zu schwierig. Da habt ihr nicht drauf. Nehmt euch mal diesen zertifizierten Berater an die Hand, ne, der mit diesem Leitfaden zu euch kommt. Und dann geht er diese Maßnahmen durch und macht da genau das, was da drin steht, und das wendet er an, und dann ist schon gut. Ne, aber über Risiken macht ihr euch selber erstmal keine Gedanken im Informationssicherheitsbereich. Ne, das macht der Berater so mit. Ne, der hat das alles so hinten auf dem Schirm und er kennt sich aus. Der Berater in diesem Kontext kommt in aller Regel aus der Branche der IT-Dienstleister, der Systemhäuser. Und da will ich ganz offen und ehrlich sein. Da gibt es extrem gute, da gibt es auch extrem schlechte. Ja. Aber ich sage mal so, der relevante Durchschnitt, das ist halt ein guter IT-Dienstleister. Ja. Und der ist jetzt plötzlich, meistens in Form von irgendeiner Schulung, die, weiß ich nicht, vielleicht einen Tag mal gedauert hat, ne, vielleicht auch nur einen halben, oder vielleicht auch nur ein formaler Nachweis von entsprechenden Projektreferenzen, die ich per Papier irgendjemandem schicke, dann dazu befähigt wird, das zu tun. Das heißt, der ist plötzlich durch wessen erlauchten Ehren auch immer jetzt nicht nur ein guter IT-Dienstleister, der ist jetzt auch Informationsrisiko- und Informationssicherheitsmanagement-Experte. Und der macht das jetzt, ne, zusammen mit diesen KKUs, weil die können es nicht selber machen. Die können Risikoanalyse, können die nicht. Ist zu schwierig für die. Ich meine, das ist, wie auch, ne? Was machen die denn dann sonst so? Ja, die führen so ein bisschen Unternehmen. Ne? Die haben Mitarbeitende, die sind über viele Jahre erfolgreich unterwegs. Ne? Mit Risiken beschäftigen die sich doch wahrscheinlich den ganzen Tag nicht. Ne? Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist also eine Abstraktion, die man nimmt, die falsch ist, die eigentlich tatsächlich auch dazu führt, dass genau das passiert, dass man diese Leitfäden baut. Und dann der Meinung ist, die wende ich jetzt an und die Welt wird gut. Nee, wird sie aus meiner Sicht tatsächlich nicht. Und der dritte, da waren wir jetzt eben gerade. Ich glaube, auch das Bild versteht man. Ne? Ich habe da gerade schon ein bisschen übergeleitet. Den Bock zum Gärtner machen. Ne? Auch da, das ist nicht böse gemeint. Ne? Also ich will damit überhaupt gar nicht sagen, dass die IT-Dienstleister da draußen, die mit diesen Produkten arbeiten, also mit diesen Leitfäden unterwegs sind, die sich um ihre Mandanten kümmern, dass die das jetzt irgendwie absichtlich schlecht machen, dass sie es immer schlecht machen, das stimmt nicht. Ne? So, aber man muss natürlich, glaube ich, schon irgendwie auch ein bisschen die Praxis berücksichtigen. Ne? So, und wie ist es denn eigentlich tatsächlich? Ne? Wir haben ja gerade gesagt, wir haben kleine Unternehmen, die häufig auch von kleinen IT-Dienstleistern betreut werden. Also was ist in der Praxis häufig anzutreffen? Na, der IT-Dienstleister wird natürlich mit jedem Unternehmen, an das er daran läuft, das wahrscheinlich immer so machen, wie er es halt macht. Weil das ist das, was er kann. Also anders kann ich es mir zum Beispiel auch nicht erklären, dass wir in ganz, ganz vielen Fällen, gerade auch bei KKUs, ne, sozusagen immer an diese 100% Windows-Umgebung laufen. Ja? So, das ist alles Windows. Das ist auf den Clients Windows, auf den Servern Windows. Ne? Da habe ich 12 Arbeitsplätze, dann habe ich plötzlich einen Exchange-Server, dann habe ich einen SharePoint-Server, ne? Da habe ich Zeug, wo ich mir denke, warum? Wofür? Ja, weil es der IT-Dienstleister kann. Ja? So. Da fehlt mir manchmal sozusagen dann die Frage, ja, macht das Sinn in diesem Kontext? Ja? Also muss das so sein? Wahrscheinlich nicht, aber er kann es halt vielleicht nicht anders. Er macht das, was er kann. So. Und das darf man auch nicht übel nehmen. Das sind wirtschaftlich orientierte Unternehmen. Ne? Auch das sind KKUs. Auch die wollen ihr Geschäft machen.
Ich stelle mir da manchmal die Frage, ob das ein bisschen das Problem ist, dass wir deswegen, BSI hat ja gerade wieder aktuell gewarnt, ne, immer noch 15.000 nicht gepatchte Exchange-Server da draußen rumstehen haben. Ja, ich glaube nicht, dass die alle bei Großunternehmen stehen. Ja, da wird auch das ein oder andere KKU dabei sein. Warum? Ja, man hat so ein Ding mal installiert, der Dienstleister war da, man hat das aufgesetzt und vielleicht hat dann der Unternehmer festgestellt, ey, was willst du von mir im Monat für die Pflege von dem Ding haben? Ja, nee, komm, das läuft doch. Ne? Ja, läuft ja auch. Frage ist nur, wer es betreibt. Ne? Was noch mit dazu kommt, und das ist eben auch so ein bisschen das Thema, Informationssicherheit wird eben bei KKUs häufig eben nur von staatlichen Förderprogrammen getriggert. Ne? Gerade aktuell, es läuft das Programm Go Digital, da kann ich als KKU Fördergelder beantragen, unter anderem für das Thema Informationssicherheit. Das heißt, da ist plötzlich mal Geld da. Ne? Da habe ich plötzlich mal ein Jahr, wo ich sage, da investiere ich was, da werde ich gefördert, da tue ich was. So, wir haben eben gehört, Informationssicherheitsmanagement ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Ja? So, das heißt, da muss regelmäßig Ressourcen rein, ja, aber ich kriege nicht regelmäßig Fördergelder. Ja? Da müsste man wahrscheinlich auch mal drüber nachdenken, ob das der richtige Ansatz ist. Um zum Schluss zu kommen, die Frage ist jetzt, was ist der Lösungsansatz? Ne? Gute Frage. Ich bin auch noch nicht am Ende meiner Ideen. Ich bin für eure Ideen natürlich auch offen. Ich glaube, dass wir auch bei KKUs von der Risikoseite kommen müssen. Es geht einfach nicht anders. Wir müssen das genau wie jedes andere Unternehmen uns angucken, müssen sagen, was tust du eigentlich? Mit was verdienst du dein Geld? Was brauchst du, damit du dein Geschäft machen kannst? Ja, was muss übermorgen in 8 Stunden, in 4 Stunden wieder verfügbar sein, damit du deinen Laden sozusagen aufrechterhältst. Dass wir die unterstützen müssen im Bereich der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, das sehe ich sogar ein, ne, weil das ist einfach wirklich viel in Deutschland, dass man da sagt, okay, pass mal auf, denk mal an Datenschutz, ja, denk mal an gewisse Themen, Archivierung, Löschpflichten, Aufbewahrung, was auch immer. Aber die grundsätzliche Aussage, was ist das Risiko in deinem Geschäftsmodell? Das können die uns, glaube ich, beantworten und da müssen wir ran. Das heißt, wir brauchen eigentlich aus meiner Sicht keine Leitfäden, die vorgefertigte Maßnahmenkataloge darstellen, sondern wir müssen uns eigentlich überlegen, wie wir diese Unternehmen dazu kriegen, dass wir ihre Risiken, die Risikoszenarien identifiziert bekommen. Und dann können wir sagen, dafür haben wir Maßnahmenkataloge. Ne? Wenn das ein Risiko ist, das für dich wichtig ist, ne? Das bei dir relevant werden könnte, dann tu Folgendes dagegen. Ja. Also von der anderen Perspektive aus entsprechend dem ganzen Thema nähern. Und ich glaube, wie gesagt, eben nur so dann eben auch das Thema irgendwie in den Griff zu bekommen, ne, dass wir eben nicht das erleben, was wir aus meiner Sicht jetzt seit 10 Jahren erleben, dass die von uns Leitfäden an die Hand bekommen, sich das Ding angucken, vielleicht noch bis zum Ende durchlesen, vielleicht aber auch schon in der Mitte aufhören und sagen, was soll ich denn das alles machen? Ne? Was soll ich da alles tun? Was soll ich alles aufschreiben? Was muss ich da dokumentieren? Warum? Ne? Wie betrifft mich das? Das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Da komme ich auch zum Ende. Fragen zu dem Thema gerne jetzt oder später hier auf dem MCD, im MCD oder dann natürlich auch gerne per E-Mail. E-Mail-Adresse steht da. Und ja, freue mich, wenn ihr das ein oder andere Interessante mitnehmen konntet. Und freue mich natürlich von euch jetzt irgendwelche auch Ideen zu hören, was wir machen können. Ja, danke für diesen Vortrag. Ich fand es sehr spannend, einen Einblick zu bekommen, auch in die verschiedenen Machenschaften, die da auf unsere KKUs losgelassen werden. Jetzt ist eine vielleicht etwas ketzerische Frage an dich. Du hattest ja jetzt auch schon viel mit KKUs zu tun, auch über den Verein. Mhm. Hast du das Gefühl, dass die KKUs da Bock drauf haben? Ja, wenn du es ihnen richtig erklärst. Aber die kommen ja weniger zu dir und also in meiner Erfahrung gab es, also ich habe viele KKUs betreut und da gab es eigentlich niemanden, der gesagt hat so, ey, ich habe so richtig Bock auf mehr Papierkram. Ah ja, okay, also das ist auch ein ziemlich spezielles Anforderungsszenario. Ne? Also jemand, der Bock auf Papierkram hat, den findest du wahrscheinlich ja eher in einer deutschen Behörde als wie bei einem KKU. Also klar, natürlich ist, aber das ist ja genau der Punkt, ne, an dem man natürlich eben auch arbeiten muss, ne, wo man sagen muss, also man muss sozusagen den Unternehmern erklären, sagen, warum ist das für dich wichtig? Und das heißt, ich muss erstmal für ihn herausfinden, was ist für dich eigentlich wichtig? Ne? Also
Das ist genau der Punkt. Ist es jetzt für ein KKU wichtig, dass ich sage, ja, du musst auf jeden Fall mal eine Leitlinie zur Informationssicherheit aufschreiben und die musst du als Unternehmer unterschreiben, die muss an deinem schwarzen Brett hängen, ne, damit deine gesamte Belegschaft, also all diese 15 Leute, die du persönlich seit 18 Jahren kennst, damit die verstanden haben, dass dir als Chef das Thema Informationssicherheit wichtig ist. Ja, so agieren wir aber. Ja? Das heißt, wir kommen ja aus unserer Welt und unserer Denke von deutlich größeren Organisationen und sagen jetzt, hey, ja, was im Großkonzern funktioniert, und da muss ich es vielleicht so machen, weil da kennt nicht mehr jeden und da weiß auch nicht jeder, was der Chef für eine Meinung zum Thema hat. Ja? Das kann ich halt nicht einfach auf KKUs überstülpen. Das funktioniert nicht. Ne? Also muss ich da sozusagen deutlich anders vorgehen. Das heißt eben, dass der Punkt, ich muss mit denen über Risiken sprechen. Ja? Ich muss denen klar machen, dass sie Risiken haben, welche das sind und was es bedeutet, wenn man sich nicht drum kümmert. So, und was man dann aufschreibt, muss man so schlau aufschreiben, dass es halt auch praktikabel ist. Ne? Also dass die auch den Sinn der Dokumentation verstehen und nicht nur sagen, dafür habe ich jetzt ein Stück Papier, das ist ja super. Ne? Kann man einen Rahmen an die Wand hängen. Nee, das wollen wir nicht. Also da hast du völlig recht, das geht in die falsche Richtung. Wenn wir es so machen, dann muss das Gesamtkonzept angepasst werden. Ja, ich schon. Ich weiß nicht, was die Orga sagt. Ja. Okay. Ja, danke dir für den Talk. Ich fand es sehr erhellend. Ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in eine Rolle, die ich mal hatte, die in Richtung so eines Beraters geht. Ich war damals in einer Anwaltskanzlei unterwegs mit 3 Anwälten und die wollten da Sicherheit erhöhen, weil Kundenanforderungen. Und ich bin dann gescheitert an der Stelle, wo der geschäftsführende Hauptanwalt mir durch die Blume sagte, er möchte aber bitte die Firmen-E-Mails auf demselben Gerät lesen, wo er im Urlaub seine Pornos draufklickt. Und da darf auch bitte kein Virenscanner drauf sein. Wie geht man mit sowas um? Also er hat ja das höhere Level zum Overrulen, aber es sprengt halt die ganze Veranstaltung. Das, genau, also in der Tat richtig, ist auch schwierig, ne? Weil das heißt natürlich, so ein Signal kriegst du aus einer kleinen Organisation auch nicht wegdiskutiert. Damit werden auch alle anderen das Thema nicht für ernst nehmen. Ne? In großen Organisationen, weißt du wahrscheinlich selber, was würdest du machen? Risikoübernahme. Ne? Ja. Genau, so. Kannst du ja machen, aber dann unterschreib mir den Zettel. Ne? In kleinen hast du echt das Problem. Ne? Klar, natürlich, also ist tatsächlich so. Ne? So, das ist dann der Moment, wo man dann natürlich auch überlegen kann und sagen kann, wäre jetzt mal schön, wenn da mal ein Ransomware zuschlägt, ne? Zum Beispiel. Ich möchte jetzt nicht empfehlen, das zu beschleunigen, ne? Aber man. Nee, um Gottes Willen, auf keinen Fall. Ne? Also das ist, aber ich bin der Branche echt dankbar. Ne? Also diese Ransomware-Jungs haben in den letzten 6-7 Jahren mehr für das Thema Informationssicherheit erreicht, als wir in den ganz vielen Jahren vorher mit unseren Sensibilisierungskampagnen. Ne? Also das. Wir haben leider ein bisschen den Zeitplan gerissen. Also ich lag mit den 5 Minuten falsch, wurde ich gerade darauf hingewiesen. Wenn also jetzt noch Fragen und Diskussionsbedarf besteht, was bei dem Thema mit Sicherheit besteht, empfehle ich dafür an, die Bar zu gehen. So machen wir das. Hervorragend. Vielen lieben Dank.